Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Ayanchu und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Inka und ja, mittlerweile auch nicht mehr Cusco und wir werden jetzt... Ich würde sie veräppeln, ich habe eine Waffenruhe mit denen. Ich dachte, die wäre abgelaufen. Hä? Oh nein. Oh, you're not serious. Okay, Moment. Warst du mit denen verbündet? Moment mal gerade. War ich mit Guarani? Okay, die sind da runtergewandert, ne? Ja, stimmt, genau, das hatten wir ja gesehen. Warum stehe ich nochmal hier? Weil ich dich dann angreifen wollte, oder wie? Aber mit denen habe ich auch noch einen Waffenstillstand. Okay, irgendwie... Ja gut, wenn ich noch so viele Waffenstillstände habe, kann ich momentan eh nichts machen, ne? Dann muss ich noch abwarten. Du bist eine Rivale von mir, ne? Dann bringt mir die Beleidigung auch nichts. Das ist auch blöd, ne? Okay, dann... Oh, warte mal. Nein, der greift die da an. Das ist kein Gebirge. Die werden total untergehen. Naja, okay. Ja. Okay. Dann müssen wir echt hier abwarten, ne? 62. Ja, okay. Gut, alles klar. Dann, ja, dann dauert das jetzt halt alles noch so lange. Wir gucken mal, wie der, dieses Gefecht hier ausgeht. Und wechseln sie. Sind sie auch keine Rivale mehr. Gut, alles klar. Ah, wir haben Kurs erhalten, das ist gut. Aber nur einen Chor hier oben bisher. Was haben wir jetzt hier? Die neue Generation. Okay, das ist aber auch kein besonderes Inka-Flavor-Event. Wir bekommen Stufe 2 Experten. Rekrutierung, Kommandanten oder Armeereformer. Das ist ein Kommandant, aber den brauche ich jetzt noch nicht. Rekrutierungsmeister, Armeeorganisator. Ich glaube, wir nehmen den Armeereformer, der spart nämlich Geld. Nee, ich glaube, der gibt Moral. Okay, gut, ja, aber es ist... okay. Nur, also ich werde sie nicht anheuern, weil ich brauche die Machtpunkte halt nicht, ne? Ich sag mal so, natürlich ist es schön, wenn wir halt nachher irgendwie auf Militärtechnologie 6 oder 7 kommen. Eieiei, Junge, guck mal da, ey, der macht die Revolte, der macht die Adelsrebellen jetzt noch platt. Der hat die sogar gewiped, krass, okay. Jetzt kann ich ihn wieder rivalisieren. Dann machen wir das auch sofort. So, warum sehe ich die Provinz da jetzt nicht? Da kann ich nämlich nicht kolonisieren. Ich würde jetzt gerne mal diese Provinz hier sehen. Komm, mal so ein Spionagenetzwerk gegen Musiker. Vielleicht können wir... Obwohl, Karten klauen können wir, glaube ich, auch nicht mit unserer lausigen Tech, ne? Jetzt mal die anderen Provinzen noch als Kurs. Da haut ab. Ah, wir kriegen die Chimo-Revolte. Okay. Wo kommen die? Tokume, Chimbote und Shanshan. Okay. Da, Shanshan. Macht man sicher, jetzt habe ich hier nochmal die Festung an. Wer weiß, wo die hinlaufen. Also, Chanchan, Tukume und wo noch? Ah, hier unten, okay. Gut, dann laufen wir noch darüber. Wir nehmen 5 Autorität für 60 Dukaten, aber auf jeden Fall. Wir reduzieren. Wieder Punkte. Ich hätte irgendwie gedacht, ich krieg da mehr Punkte. Bündnis? No way.
Oh, wow, die sind sofort erfolgreich geworden. Okay, krass. Ah, ja, ne? Wir kriegen halt diesen Tempel bis zum Ende des Spiels. Huacas und der königliche Tempel. Durch das Wachstum unseres Reiches schließt es mittlerweile viele Stammesfürstentümer ein, in denen verschiedene Huacas lokale Idole verehrt werden. Auch wenn es etwas unorthodox erscheinen mag, sollte ein wahrhaftes Andenreich danach streben, all diese Idole an einer zentralen Kultstätte zu vereinigen. In unseren königlichen Tempel sollten wir dies für die Huacas, unsere Untertanen, zur Regel machen, sodass sie sie verehren können, wenn sie nach Cusco kommen. Manche werden sagen, dies werde lediglich gemacht, um ihre Götter als Geiseln zu nehmen. Dies ist jedoch bloß ein Zeichen, wie integrativ unser Reich geworden ist. Ja, also das ist schon, ich würde mal sagen, das ist schon eine schwierige Sache. Also die Tempel diese Tempel der Inka waren eigentlich immer schon so angelegt, dass man versucht hat, bedeutende Kultstätten auch zu erhalten. Beziehungsweise man hat sich diese Kultstätten eigentlich zu eigen gemacht. Das war wirklich ein wichtiger Bestandteil der Eroberungsstrategien der Inka. Und ich schenke mir mal gerade hier so ein Stück Orakelkaffee ein. Orakel war nämlich tatsächlich was ganz Entscheidendes. Wie zum Beispiel eben auch diese heilige Stätte im Titicacasee. Und dann natürlich die heiligen Stätten, die man selbst nochmal geschaffen hat. Das hatte auch was damit zu tun, dass die Herrscher sich in diesen heiligen Stätten haben beisetzen lassen. Also das ist nicht unbedingt so wie bei den Ägyptern, dass man diese Herrscher immer in einem monumentalen Grab beigesetzt hat. Ne? Aber zu den Bestattungsriten der Inka werde ich an späterer Stelle nochmal mehr sagen. Also, bis zum Ende des Spiels, globale Unruhe -1, das ist halt schon sehr geil, ne? Und da nehme ich auch gerne diesen Stabilitätsmalus mit. Das ist okay. So, jetzt machen wir direkt weiter und greifen hier an. Wann bist du da? Am 12. Nehmen wir auch die Garnison mit raus. Und dann ist diese Revolte eigentlich auch, glaube ich, relativ fix erledigt, ne? Darf mich also gerne hier angreifen. Und besonders freiboxen müssen wir das Ding da jetzt auch nicht. Ne? Du kannst also direkt wieder nach Puno runterkommen. Schau mal hier, nationalistische Revolten. Aha. Oh, 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 die werden da voll dahin gerafft von den Nationalisten. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Gut, gut. Was machen wir weiter? Wollen wir die Technologie erforschen? Ja, warum nicht? Komm, mehr Moral, klar. So, wir können neue Staaten schaffen, ne? Quito und Cajamarca. Punkte fehlen mir da noch. Eroberungskriegsgrund gegen Mapuche. Aber Leute, ich sag's euch, es bringt uns nichts, die zu erobern. Also natürlich können wir die jetzt erobern, ne? Nur also wo bestünde der Mehrwert für uns? Wir müssten immer wieder da Revolten niederknüppeln, weil die erstens mal animistisch sind und weil die zweitens eine andere Kultur haben. Also das ist einfach, ja, wie heißt das nochmal so schön, teuer für kaputt. So, Pacaches wurde jetzt hier vollständig eingenommen. Mal so ein bisschen Militärmacht raus.
klar, nehme ich die Autoritätspunkte mit. Ich muss jetzt mal langsam anfangen, hier meine Regierung zu reformieren, meine Religion zu reformieren. Ihr seht, wir machen jetzt große Schritte erstmal. Ja, kommen wir mal zurück. Wir lösen jetzt mal hier das Bündnis auf, oder? Oder rufen wir die noch mit in den Krieg da rein? Die haben denen tatsächlich eine Provinz zurückgegeben. Komm, wir lösen mal das Bündnis aus. Vielleicht verbünden sie sich ja mit jemand anderem. Mapuche Musica Quito. Okay, gut. Dann werden sie wahrscheinlich wirklich keine Bündnisse machen. Oh cool, 2 Belagerungen und 4 Nahkampf. Der ist gut, der Typ. Warte mal, stopp, du bleibst mal schön hier stehen. Ja, also das geht jetzt relativ easy. Okay, und Alter. Ja. Dann lassen wir das mal laufen. Ende der Chimo-Revolte, das ist doch gut. Okay, wir bekommen Grundsteuer in Lima. Minus 3 Unruhe, minus 100% lokale Rekrutenreserven. Und zwar bis zum Ende des Spiels. Oder Integration der Chimo-Bräuche wird von Inka-Reich entfernt. Wir bekommen 1 Punkt Stabilität und verlieren 5 Unruhe jeweils. Und das will ich gerne mal sehen. Okay, also das Ding würde entfernt werden, ne? Was jetzt die Admin-Tech und Diplo-Tech halt billiger macht. Das sollten wir schon behalten. Dann kriegen wir halt da keine Rekrutenreserven her aus diesen Regionen, was schade ist. Dann haben wir diese Entmilitarisierung der Chimo. Da bekommen wir halt nie wieder Aufruhr, ne? Pifra, Tukume, Chimbo und Chan-Chan. Ja, ich glaube, Chan-Chan ist das Einzige, wo das da wirklich wehtut, ne? Das ist absolut in Ordnung.
Das ist absolut in Ordnung. Da ist sonst nicht viel los in den Provinzen, da behalte ich lieber die dauerhaften Modifikatoren, ne? Und weg ist er. So, wohin will er jetzt laufen? Dahin. Und weg ist er. Ah, ja, ich sollte mir jetzt mal bald wieder Frieden machen können, ne? Okay, gut, er will nochmal seine Armee an mir verheizen, dann darf er das tun. Das Monopol wiederhole ich gerne. Aha, jetzt nimmt es an. Super. Kriege ich sogar noch Geld dafür? Okay, gut, ich will das gar nicht. Ich meine, wir könnten theoretisch auch einen Waffenstillstand mit denen brechen, ne? Und sagen, komm, ich greife dich an, ne? Aber... ich überlege gerade, wie wahrscheinlich ist es, dass er hier Kula angreift, ne? Wie wahrscheinlich ist es? Viertausend Mann. Der hat 8000 Mann, der hat genauso viel, ne? Der hat halt gerade diesen Krieg hinter sich, der wird halt noch Rekrutenreserven haben. Wo ist Mapuche? Der würde aber mitmachen. Ich kann den auch vasalisieren. Dann füttere ich den mit einem Chor. Und integriere den nach 5 Jahren. Ich habe sowieso Ansprüche auf alles, ne? 87%, mhm. Ich kann auch einen weißen Frieden mit dem machen. Aber ist auch nicht so cool.
wir es so. Der läuft jetzt natürlich weg, aber das ist nicht so wild. Boah, Junge. Okay. Ja. Hatte eigentlich schon gedacht, ich hatte woanders hingeklickt, aber okay. Ich bin nah, schnell zurück hier. Dann darf er jetzt da oben rumlaufen, dann ist es halt so. Ist jetzt nicht wirklich so, als ob die mich stören würden. So, und auf geht's. Holen wir uns das mal wieder zurück. So, der ist weg. Und zack, der ist auch weg. Dann lauf mal, Junge. Meinst du nicht ernst, oder? Lauf mal hier hin. Der gibt mir doch Militärzugang, oder? Und wir können mal gucken. Aha, jetzt sehe ich Pastors immerhin. Na, Halleluja. Okay. Gut. Dann kannst du hier den Spionagenetzwerkaufbau beenden. Der bringt mich dann hier nämlich nicht weiter. Und wir holen uns hier mal den Militärzugang. Warte hier. So, dann lässt du nämlich die Armee mal da stehen. Und du kommst mit hier hoch. Dann kannst du direkt hierhin weiterlaufen und du läufst wieder hier runter und boah, Alter, ey, wir können jetzt mittlerweile so viele Truppen halt haben, ne? Aber unsere Manpower gibt es eigentlich gar nicht her, ne? Das ist irgendwie schon ein bisschen aberwitzig. Ja, aber gut. Jetzt bin ich gespannt, wo er als nächstes hinläuft. Ja, ne, er läuft auf jeden Fall da unten rum. Und weg ist die Armee hier. Ich habe eine andere Idee. Ich könnte den Typen hier angreifen. Ich könnte Mapuche angreifen und drück das ihm hier aufs Auge, ne? Aber das ist auch wieder so, ach, ich weiß nicht.
bitte, Vasall. Gib mir all dein Geld, das du nicht hast. Das gibt mir 0,05 Inflation, das geht. Nee, das ist alles okay. Weil, ne, erobern kann ich es nicht. So, dann tun wir das. Der scheint mich offensichtlich noch nicht mal zu hassen. 29% Freiheitsstreben. So, ich könnte jetzt ihm zum Beispiel hier den Anspruch hier auf diese Punya de Atacama geben. Aber ich weiß nicht. Na, das heben wir uns lieber für eine gefährliche Situation auf, ne? Wir haben noch nicht mal irgendwie so ein Warum kann ich mir deinen Missionsbaum ansehen? Achso, vielleicht wegen der Spionage oder sowas? Nee, kann eigentlich auch nicht sein, ne? Oder weil ich die besetzt habe? Gute Frage. Aber der ist doch mit Mapuche verbündet. Das müsste man. Aber ich kann den nicht als vollwertigen Kriegsgegner mit reinrufen. Er hat noch 5 Jahre gelebt, immerhin, nachdem ich dieses Spiel hier gestartet habe. Das gibt's halt echt nicht, ne? So, dann heiraten wir mit unseren Vasallen. Anna ist unsere neue Königin. Großartig, nicht? Oh, das kann ja doch nicht sein. Aber Pachacute hat so lange regiert, ne? Und dieses Spiel killt den dir einfach mit Mitte 40, ne? War der bitte 40? Ich muss das mal gerade sehen. Moment mal. Ah, ich sehe die Herrschaftsdaten nicht. Ich muss das mal vergleichen mit dem anderen Video. Ich habe da in einem der letzten Videos mal reingeguckt. Also alt geworden ist er nicht, ne? Naja, okay, gut. Müssen wir mal gucken. Ich krieg halt nur die Hälfte von ihm. Das ist halt doof, ne? Also ich kann ihm den Chor zurückgeben, ne? Weil, also ich kann den hier zwar angreifen, aber ich kann den nicht als volles Kriegsmitglied mit reinrufen, ne? Und dann denke ich mir so, dann kann ich halt auch noch einfach, dann kann ich halt auch noch einfach warten, ne? Und kann den dann im Dezember angreifen. Reden wir nochmal ein bisschen über historische Hintergründe. Und zwar hier jetzt über den Herrscher Tupac Inka Yupanqui, der Nachfolger und Sohn von Pachacutic. Er wird natürlich von dem Wirken seines Vaters überschattet. Der hat einfach diesen sagenhaften Triumph eben davongetragen und das ganze Reich überhaupt irgendwie gerettet. Trotzdem gibt es einige Aspekte an der Herrschaft Tupac Inka Yupanquis, die wirklich bemerkenswert sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass er versucht hat, das Reich nochmal deutlich weiter nach Süden zu erweitern, dass er das Reich aber auch deutlich weiter nach Norden erweitert hat. Er war ein fähiger General, der bereits im Dienste seines Vaters im Felde stand. Pachacutic ja übrigens, also 71, ich habe nochmal nachgeguckt, 71 ist er gestorben.
Geht also eigentlich noch halbwegs so von der Zeit, ne? Ein anderer Punkt ist die Bruder-Schwester-Ehe, die mit Tupac Inka Yupanqui begründet wird. Offenbar hatte Pachakutik dieses Verständnis davon, dass die Blutlinie irgendwie reingehalten werden müsse, und das ließe sich nur gewährleisten oder am besten gewährleisten, wenn Bruder und Schwester heiraten. Das ist eine aus heutiger Sicht und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der Genetik natürlich keine vertretbare Entscheidung, und offenbar, das legen zumindest so die wenigen Quellen, die wir haben, nahe, wollte Tupac Inka Yupanqui das auch gar nicht, sondern Pachakutik hat ihn mehr oder weniger dazu gedrängt, die eigene Schwester zu ehelichen, die auf den Namen Ukluwaku hörte. Und genauso wie die Verwandtschaft zwischen Tupac Inka Yupanqui und Ukluwaku eben eine sehr enge, ne, das waren ja Bruder und Schwester, war, so befand sich auch das engere bestand auch das engere persönliche Umfeld im politischen Führungszirkel unter Tupac Inka Yupanqui aus weiteren Geschwistern oder beziehungsweise nahen Verwandten, verständlicherweise, die Tupac Inka Yupanqui gezeugt hatte. Jetzt, bevor hier alle die Nase rümpfen und sagen, diese Inka sind ja wirklich ein ekelhaftes Volk gewesen, also bitte da Abstand nehmen davon. Jetzt, natürlich zu dieser Zeit sah das in Europa schon ein bisschen anders aus, aber wenn wir mal auf frühere Hochkulturen zurückblicken, wie zum Beispiel das spätdynastische Altägypten, dann finden wir dort auch Ehen der Pharaonen mit ihren Geschwistern oder sogar mit deren Töchtern. Wir finden das auch im Iran der Sassanidenzeit, wo dynastischer Inzest üblich war. Es muss ja auch nicht unbedingt immer die Bruder-Schwester-Ehe sein, wie das hier im Fall von Tupac Inka Yupanqui üblich gewesen ist, sondern es können ja zum Beispiel auch verwandtschaftliche Verhältnisse zwischen Cousin und Cousine hier vorgelegen haben. Auch das gab es übrigens bei den Inka, und das kennt man auch aus anderen Reichsteilen bei den Inka. Abgesehen davon, dass das natürlich gesundheitliche Risiken birgt und zu größeren Problemen führt, denn wir alle wissen aufgrund von Genetik, dass rezessiv vererbbare Krankheiten genetischer Ursachen, dass die natürlich hier verstärkt werden und zum Ausbruch kommen können, hatte das auch noch eine ganz starke politische Auswirkung, nämlich die Tatsache, dass man keine Ehen mit anderen mächtigen Sippen schließen konnte, wodurch natürlich auch der diplomatische Handlungsspielraum der Inka-Herrscher in dieser Zeit deutlich eingeschränkt wurde. Also es muss wohl eine ganz starke ideologische Motivation hier vorgelegen haben, vielleicht sogar, weil sich ja die Inka als Sonnengötter wirklich fühlten, also sie ließen sich ja zu dieser Zeit ja bereits als Sonnengötter verehren. Vielleicht hatte das sogar eine religiöse Komponente bei den Inka. Von mir aus nennen wir es auch eine kultische Komponente. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht hatte das auch sogar einen gewissen religiösen Ursprung. Religion und Kult sind etwas, was für die Herrschaft von Tupac Inka Yupanqui sehr auszeichnend ist, nämlich er hat den großen Tempel Curicancha in Cusco weiter ausbauen lassen. Der Curicancha-Tempel war insofern bedeutend, weil dort viele Schätze, Waffen und Sachgüter, die die Inka erbeutet hatten, thesauriert wurden. Das heißt, die wurden dort also diesem Tempelschatz hinzugefügt und wurden dann also dort verwahrt. Weil die Inka aber so erfolgreich jetzt Kriegszüge führten, reichte der Raum in diesem Tempel einfach nicht mehr aus, sodass in Cusco eine weitere Tempelanlage errichtet werden musste. 20.000 Bauarbeiter hat Tupac Inka Yupanqui dazu abkommandiert. Auf dem Felsplateau wurde dann ein neuer Tempel angelegt, die dann nachher den Namen Sacsayhuaman bekam, was so viel bedeutet wie Falkenfelsen. Ich habe ja bereits auch davon gesprochen, dass Tupac Inka Yupanqui wichtige Kriege geführt hat oder erfolgreich Kriege geführt hat. Ich sage jetzt mal nur ganz kurz, wir werden das später noch mal ein bisschen genauer hören. Er führte Krieg gegen die Chachapoya. Das war eine total wichtige Aufgabe für die Inka. Und er führte außerdem Krieg gegen die Chimu, beziehungsweise die heißen eigentlich Chimor.
Sie werden hier im Spiel als Chimu dargestellt, also das kann an der Umschrift, ne, des Quechua liegen, die hier vielleicht dem Spiel zugrunde liegt. Und das ist dann halt nicht immer so ganz genau. Aber auch hier zeigt sich ein interessanter Aspekt der Kulte der Inka, nämlich ein inkaischer Synkretismus, der wichtig wurde, um die unterworfenen Stämme in dieses Inka-Reich zu integrieren. Synkretismus heißt also hier, dass es zu Verbindungen kam, wo es kultische Anknüpfungspunkte gab, sodass man also die Religion für eine stärkere Integration eigentlich nutzen konnte oder eine stärkere Integration des Reiches nutzen konnte. Ich lese dazu eine ganz kurze Passage vor auf der Seite 61 in dem Buch von Berthold Riese, die Inka aus der Reihe C.H. Beck Wissen. Das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Werbehinweis mit einem Amazon-Partnerlink von mir. Nach dem Sieg über das Reich von Chimor wählte Tupac Inka Yupanqui für den langen Rückmarsch nach Cusco die Küstenstraße und besuchte auf dem Weg das Heiligtum und Orakel der Gottheit Pachacamac an der Südgrenze des ehemaligen Reiches von Chimor. Gut 500 Jahre schon war es eines der bedeutendsten Pilgerzentren in den zentralen Anden und seit geraumer Zeit in den Staatsverband von Chimor eingegliedert. Kleine Anmerkung meinerseits an dieser Stelle. Man sieht halt wieder, wie wichtig es war, dass es hier auch verschiedene Pilgerstätten im Reich gab. Ne? Also eine zentralisierende Religion hat es im Inka-Reich so nicht gegeben, auch wenn das ja vorhin in diesem einen Ereignis so ein bisschen angedeutet wurde. Diesen heiligen Ort aufzusuchen, war Tupac Inka Yupanqui eine Herzensangelegenheit, denn als seine Mutter mit ihm schwanger war, sprach Pachacamac aus ihrem Bauch und wies sie eindringlich auf sein Wirken als Schöpfergott hin, was nämlich sein Name wörtlich bedeutete. Der Inka-Herrscher verrichtete dort mehrtägige Kultübungen, in deren Verlauf auch zu ihm das Orakel sprach. Es bat ihn, umfangreiche Opfer von Menschen und Tieren darzubringen, ihm ein neues Haus zu bauen und es nach Chimor, das Tupac Inka Yupanqui gerade besiegt hatte, zu schaffen. Wie der Inka mit dieser letzten Bitte umgegangen ist, ist nicht überliefert. Die anderen erfüllte er umgehend. Er errichtete einen neuen Tempel und ließ Wohnhäuser für Sonnenjungfrauen bauen, die den dortigen Kultbetrieb betreuten. Und hier kommt dieser Synkretismus eben ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, er kommt eigentlich ziemlich deutlich zum Ausdruck, nämlich dadurch, dass hier Pachacamac auch verehrt wird, der übrigens eine komplementäre Schöpfergottheit darstellt im Glaube der Inti, nämlich Pachacamac hier als Schöpfergott unten am Meer im Sinne der Inti und der andere Schöpfergott, der Inka eben als oben am Himmel, die Inka verehren ja oder sehen sich ja als Sonnengottheiten da. Und damit haben wir eigentlich wieder eine für dieses Inka-Reich sehr typische Zweiteilung in ein Oben und Unten, wie wir das ja auch schon bereits aus dem Umbau der Stadt Cusco kennen. Und damit lasse ich es für heute gut sein. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann sage ich, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete, Canlia Sumachia. Bis dahin. Tschüss.